Yu-Gi-Oh! Ist ein unglaublich kompliziertes Spiel. Das haben wir alle verstanden. Es gibt extrem viele kleine Regeln, die vielleicht man wissen sollte, man wissen kann. Die Frage ist, weiß denn eine AI die kleinen, feinen Regeln von unserem Lieblingssammelkartenspiel? Genau das finden wir heute heraus. Ich habe einen Community-Post gemacht und euch gefragt habt, was für Regeln ihr so wissen wollt. Und ich dachte mir, ich frage das einmal ChatGPT, eine künstliche Intelligenz. Zuerst müssen wir natürlich ChatGPT fragen, ob er überhaupt irgendwas zu Yu-Gi-Oh! Weiß. Deswegen fragen wir ihn, hey, kennst du dich mit Regeln zum Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Aus? Ja, ich kenne mich mit den Regeln des Sammelkartenspiels Yu-Gi-Oh! Aus. Kann ich Ihnen bei etwas Bestimmtem helfen oder haben Sie allgemeine Fragen dazu? Okay, er sagt erstmal, er weiß Sachen über das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Er kennt die Regeln, wir sollen ihn fragen. Dann würde ich sagen, fragen wir doch mal ein paar Sachen, die vielleicht spannend sein können. Als erstes stellen wir ihm eine der, sagen wir mal, simpelsten Fragen, die man so stellen kann, wenn man ein paar Konzepte zu Yu-Gi-Oh! Verstanden hat. Und das ist einmal, kann ein Monster meines Gegners, was durch Karteneffekte unberührt ist, mit Superpolymerisation fusionieren und ein Monster zu beschwören? Nein, das ist nicht möglich. Die Antwort ist die folgende. Wenn ein Monster durch einen Karteneffekt unberührbar ist, kann es nicht als Fusionmaterial verwendet werden. Superpolymerisation erfordert, dass die Fusionmaterialien auf dem Spielfeld oder in der Hand des Spielers verfügbar sind und verwendet werden können. Wenn ein Monster unberührbar ist, kann es nicht als Fusionmaterial auf dem Spielfeld verwendet werden. Und das ist überraschenderweise richtig. Karten, die unberührt sind von Karteneffekten, können logischerweise nicht für die Fusionsbeschwörung von Supermodulation benutzt werden, weil Superpoly ist halt ein Karteneffekt, das heißt, das klappt halt nicht. Das war jetzt quasi nur zum Testen, ob ChatGPT so die Grundsachen drauf hat. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Sachen, die ihr wissen wolltet, ob ChatGPT das beantworten kann. Ich werde natürlich, wenn ChatGPT das halt verkackt, euch die richtigen Antworten geben, damit ihr halt auch die Antwort kennt. Warum gehen die Effekte von zum Beispiel permanenten Zauberkarten, ein verhängnisvolles Abenteuer, nicht durch, wenn Geisteroger als nächste Kette aktiviert wird, aber Monster-Effekte gehen trotzdem durch? ChatGPT sagt folgendes. Die Wirkung von Ghost Ogre Snow Rabbit verhindert die Aktivierung und Zerstörung eines Karteneffekts. Wenn Ghost Ogre Snow Rabbit als Reaktion auf die Aktivierung von ein verhängnisvolles Abenteuer aktiviert wird, wird die Aktivierung des Zaubers unterbrochen und der Effekt wird nicht aktiviert. Es wird jedoch keine Zerstörung durchgeführt, da die Aktivierung nicht abgeschlossen wurde. Auf der anderen Seite beeinträchtigt Ghost Ogre Snow Rabbit nicht die Aktivierung von Monstereffekten. Wenn ein Monster mit einem Effekt aktiviert wird, wird die Aktivierung nicht unterbrochen und Ghost Ogre Snow Rabbit kann nicht verhindern, dass der Effekt des Monsters aktiviert wird. Das liegt daran, dass Ghost Ogre Snow Rabbit nur auf Karteneffekte abzielt und nicht auf Monstereffekte. Okay, wir haben jetzt hier erstmal... Das ist obviously nicht richtig. Der Grund, warum das funktioniert, für alle, die erstmal nicht wissen, was Ghost Ogre macht. Ghost Ogre hat die Fähigkeit, wenn eine offene Karte auf dem Feld ihren Effekt aktiviert, können wir die von Hand auf den Friedhof legen und die Karte zerstören. Bei permanenten Fallenkarten und Zauberkarten und logischerweise auch und natürlich auch bei Spielfeldzauberkarten muss die Karte offen auf dem Feld bleiben, um die Effekte aufzulösen. Dieses Kriterium haben Monstereffekte nicht. Deshalb können die Effekte logischerweise auch dann trotzdem noch resolven. Permanente Karten müssen auf dem Feld bleiben, damit das funktioniert. Ich glaube aber, das Problem, was ChatGPT hatte, war nicht, dass er die Antwort nicht kannte, weil es scheint irgendwie irgendwas zu wissen, nur die Frage war nicht spezifisch genug auf die Interaktion, um die es eigentlich geht. Wenn wir jetzt ChatGPT fragen würden, warum permanente Fallen, Zauberkarten den Effekt nicht auflösen können, wenn sie durch Ghost Ogre zerstört werden und Monster-Effekte schon, wird wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Warum können permanente Karten wie Zauberkarten und Fallen ihre Effekte nicht auflösen, wenn Geisteroger und Schneehase darauf angekettet wird, aber Monster schon? Vielleicht fragen wir ihn das mal so, vielleicht gibt er uns dann eine sinnvollere Antwort. Gucken wir mal. Die Antwort liegt darin, wie die Effekte von permanenten Zauberkarten und Fallen im Vergleich zu den Effekten von Monstern funktionieren. Permanente Zauberkarten und Fallen haben in der Regel einen anhaltenden Effekt, der dauerhaft aktiv bleibt, solange sie auf dem Spielfeld liegen. Wenn Ghost Ogre Snow Rabbit auf eine solche Karte als Kettenglied aktiviert wird, wird nur die Aktivierung der Karte zerstört und der Effekt der Karte bleibt unverändert und weiterhin aktiv. Anders als bei permanenten Zauberkarten und Fallen hat ein Monster in der Regel einen einmaligen Effekt, der bei der Aktivierung ausgeführt wird. Wenn Ghost Ogre Snow Rabbit auf ein Monster als Kettenglied aktiviert wird, wird die Aktivierung des Monsters zwar unterbrochen, aber auch der Effekt des Monsters wird nicht ausgeführt. Das liegt daran, dass Monster normalerweise keinen dauerhaften Effekt aufrechterhalten, sondern nur einmalige Effekte haben, die bei Aktivierung ausgeführt werden. Ich würde sagen, das lassen wir mal so durchgehen. Also ChatGPT kann auf jeden Fall unterscheiden, wie Ketten aufgelöst werden. Das sehen wir quasi in diesem Beispiel. Und er weiß auch so die Grundmechaniken von dem Kartenspiel. Das finde ich super interessant. Wir fragen ihn mal so ein bisschen
was anderes zu grundsätzlichen Sachen. Denn ich habe hier so eine wunderbare Frage. Wie erkenne ich, welche Falle oder Zauber ich während der Schadensberechnung aktivieren kann? Zum Beispiel kann vom Grab gerufen den Effekt von Aufrichtig im Damage Chip nicht verhindern, trotzdem das Aufrichtig für Kosten abgerufen wurde. Fragen wir mal sowas. Die Regeln für das Aktivieren von Zauberkarten und Fallen im Damage Step sind komplex und es gibt viele Ausnahmen und Einschränkungen, die beachtet werden müssen. Im Allgemeinen können Zauberkarten und Fallen im Damage Step nur aktiviert werden, wenn sie speziell dazu bestimmt sind, in diesem Schritt aktiviert zu werden oder wenn ihr Effekt die Schadensberechnung direkt beeinflusst. Hier sind einige allgemeine Regeln für das Aktivieren von Zauberkarten und Fallen im Damage Step. Nur Karten, die ausdrücklich angeben, dass sie im Damage Step aktiviert werden können, dürfen in diesem Schritt aktiviert werden. Zum Beispiel können Mirror Force und Dimensional Prism im Damage Step aktiviert werden, da sie ausdrücklich angeben, dass sie im Damage Step aktiviert werden können. Karten, die Schadensberechnung direkt beeinflussen, können im Damage Step aktiviert werden. Zum Beispiel können Karten wie Honest oder Forbidden Lands im Damage Step aktiviert werden, da sie die Schadensberechnung beeinflussen können. Karten, die Kosten haben, die im Damage Step bezahlt werden können, können im Damage Step aktiviert werden. Zum Beispiel können Karten wie Book of Moon oder Enemy Controller im Damage Step aktiviert werden, da ihre Kosten im Damage Step bezahlt werden können. Effekte, die während der Schadensberechnung automatisch aktiviert werden, können nicht durch Zauberkarten oder Fallen unterbrochen werden. Zum Beispiel kann der Effekt von Honest nicht durch Bottomless Trap Hole unterbrochen werden, da der Effekt von Honest automatisch aktiviert wird, wenn ein Monsterkampf stattfindet. Da dies kein Effekt ist, der die Schadensberechnung beeinflusst und Aufrichtig nicht speziell dazu bestimmt ist, im Damage Step aktiviert zu werden, kann vom Grab gerufen seinen Effekt nicht verhindern. Also einmal jetzt mal der erste Punkt. Mirror Force und Deep Prison können, by the way, nicht im Damage Step aktiviert werden, weil die auf Attack Declaration passieren. Das ist ein Punkt. Die anderen Sachen, das ist richtig auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall richtig. Der zweite Punkt ist nicht richtig. Karten, die Kosten haben, können nicht im Damage Step aktiviert werden. Interessant. Effekte, die wegen der Schadensberechnung automatisch aktiviert werden, können nicht durch Zauberkarten oder Fallen unterbrochen werden. Und der letzte Punkt ist auch komplett schwachsinnig. Ich glaube, er hat nicht ganz die Interaktion der verschiedenen Karten gegeben. Aber er gibt uns zumindest einen kleinen Einblick daran. Aber ich glaube, wenn wir ChatGPT fragen, welche Karten wir speziell oder welche Kartenarten wir im Damage Step aktivieren können, ich glaube, dann wird uns, glaube ich, die richtige Art von Karten geben. Fragen wir mal das hier. Bestimmte Arten von Karten aktiviert werden. Hier sind die Kartenarten, die im Damage Step aktiviert werden können. Counterfallen-Karten wie Solemn Warning oder Solemn Strike können im Damage Step aktiviert werden, um den Effekt eines Monsters zu negieren. Schnelleffekt-Zauberkarten wie Forbidden Lands oder Book of Moon können im Damage Step aktiviert werden, um den Effekt eines Monsters oder die Schadensberechnung zu beeinflussen. Karten, die die Schadensberechnung beeinflussen, einige Karten wie ZB, Honest oder Betamenia, können die Schadensberechnung beeinflussen und können deshalb im Damage Step aktiviert werden. Es ist daher immer ratsam, die spezifischen Regeln für jede Karte sorgfältig zu lesen. Der Damage Step ist offensichtlich die kleine Nemesis von so einem ChatGPT. Das weiß ja offensichtlich wie viele Yu-Gi-Oh-Spieler nicht, wie das funktioniert. Könnte aber auch daran liegen, dass ChatGPT lernt von dem, was er vorher gesagt hat, was in der Diskussion aufgetreten ist. Es ist funny, dass genau er bei dem Damage Step auch struggelt, wie viele andere. Dabei hätte er hier theoretisch einfach nur auflisten können, was im Damage Step quasi aktiviert werden kann. Für alle, die es nicht wissen, Counterfallen-Karten können im Damage Step aktiviert werden. Effekte, die Attack und Death modifizieren, also Sachen wie Forbidden Chalice zum Beispiel, die halt ATK auf 400 ATK pusht. Und Karten, die spezifisch halt sagen, kannst du im Damage Step aktivieren, die logischerweise. Und Trigger-Effekte können natürlich im Damage Step auch aktiviert werden. Ich habe irgendwas vergessen, glaube ich, aber das ist so der große davon. Wichtig ist auf jeden Fall Counter-Trap. Ah ja, genau. Und Karten, die spezifisch die Aktivierung von Karten annullieren. Ich weiß nicht, warum genau das da drin ist, aber das auf jeden Fall auch mit im Damage Step. Also, Counterfallen-Karten, Attack-Death-Modifier, Trigger-Effekte, speziell im Damage-Chip aktivierbar und Karten, die die Aktivierung von Karteneffekten annullieren. 5 Arten von Karten, die ihr im Damage-Chip aktivieren könnt. Ich glaube, mit der nächsten Frage wird er auch so seine Schwierigkeiten haben, aber nicht. Kann man Geisterauge auf Magische Schmelze, Tenki etc. anketten bei der Aktivierung, damit sie ins Leere geht oder geht das nicht? Ich glaube, das kriegt er, glaube ich, von der Art der Frage nicht hin. Nein, es ist nicht möglich, Geisterauge-Schneehase auf Karten wie Magische Schmelze oder Feuerformation, Tenki anzuketten, um deren Aktivierung zu negieren. Das liegt daran, dass Geisterauge-Schneehase nur die Aktivierung eines Monstereffekts negieren kann. Magische Schmelze und Feuerformation, Tenki, sind jedoch Zauberkarten, die die Suche nach Monstern ermöglichen, und sie haben keinen Monstereffekt. Geisterauge-Schneehase kann nur auf Monstereffekte reagieren, die aktiviert werden, entweder als Effekt eines Monsters auf dem Spielfeld oder als Effekt einer Karte. Okay, ich glaube, wir haben ChatGPT gebrochen, denn er sagt, dass Geisterauge einen Monstereffekt annullieren kann. Nein. Für alle, die sich jetzt wundern, Geisterauge versus Magische Schmelze oder Tenki. Das geht nicht, weil Ghostwalker spezifisch sagt, eine offene Karte auf dem Feld, die einen Effekt aktiviert. Und sobald wir Schmelze oder Tenki aktivieren, aber da die noch nicht aufgelöst sind, sind das keine offenen Karten, die auf dem Feld einen Effekt aktivieren, sondern das Karten, die einen Effekt aktivieren und dann offen auf dem Feld sind. Das sind verschiedene Dinge. Auch wenn es sehr ähnlich klingt, wenn ich jetzt gerade meine Erklärung so rüber gucke, dann müsst ihr euch mal so vorstellen, dass sie das bei der Aktivierung machen. Und erst wenn die Aktivierung erfolgreich ist und das offene Karten auf dem Feld, wenn die dann einen Effekt aktivieren würden, dann könntet ihr Ogre drauf werfen. Oh, bei der nächsten Frage bin ich echt gespannt.
kann man die Dangers unter Jawl und Lockbird aktivieren. Ich bin gespannt, ob er hinkriegt, was die Dangers sind und was Jawl und Lockbird für eine Karte ist und ob er die Interaktion versteht und kennt. Nein, es ist nicht möglich, die Effekte von Danger Monstern zu aktivieren, wenn Jawl Lockbird aktiviert wurde. Wenn Jawl Lockbird auf dem Spielfeld liegt, wird jeder Versuch, eine Karte zu ziehen, eine Suchanfrage durchzuführen oder eine Karte aus dem Deck zu spezialbeschwören, sofort gestoppt. Da die Effekte von Danger Monstern darauf abzielen, Karten vom Deck zu ziehen oder vom Deck zu spezialbeschwören, werden ihre Effekte von Jawl Lockbird negiert. Wenn Jawl Lockbird aktiv ist, kann der Gegner keine Sucheffekte aktivieren, die es ihm ermöglichen, Karten vom Deck zu suchen oder vom Deck zu spezialbeschwören. Das ist witzigerweise nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Danger hat die Fähigkeit, sich in Hand vorzuzeigen, dann wird hier eine Random-Karte discardet, dann spezialbeschwören die sich und dann zieht ihr eine Karte. Ihr könnt also unter Jawl Lockbird die Danger-Effekte tatsächlich ansagen, die würden aber keine Karte ziehen. Nah dran auf jeden Fall. Richtig nah dran. Die Erklärung ist nicht ganz richtig, nicht ganz falsch. Ich glaube, dass ChatGPT Schwierigkeiten hat mit den genauen Texten der Karten und was sie können. Aber er scheint zumindest diese ganzen Variationen von Karten zu kennen. Jawl Lockbird, Danger Monstern. Er ist ja zumindest nah dran. Aber ich finde das extrem weird, dass er das dann irgendwie falsch interpretiert. Das finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. Weil Jawl Lockbird annulliert ja nichts. Der sagt ja einfach nur, du kannst nicht mehr vom Deck adden. Bei der Frage bin ich mal gespannt, ob ChatGPT weiß, was TTT ist. Muss man bei TTT den Unspend-Effekt absagen? Ja, ich mach mal hier auch Ansagen raus, damit es mehr Sinn macht. Let's go. Ja, bei der Aktivierung der Karte Töricht des Begräbnis, Foolish Burial, muss der Spieler den Effekt, den er anwenden möchte, ansagen und die Zielkarte benennen. Der Effekt von Töricht des Begräbnis erlaubt es dem Spieler, eine Monsterkarte aufzunehmen. Komplett auf dem falschen Dampfer. Oh nein, oh nein. Ja, okay, ich ändere das mal ganz kurz in, guck mal, ob dann eine sinnvollere Antwort kommt von ihm. Nein, bei der Aktivierung der Karte Talent der drei Taktiken, Tactics Talent, muss der Spieler den anzuwendenden Effekt nicht ansagen. Bei der Aktivierung von Talent der drei Taktiken wählt der Spieler drei Karten aus seinem Deck aus, von denen jede eine andere Kategorie hat, Monsterkarte, Zauberkarte und Feinkarte. Die ausgewählten Karten werden dann dem Gegner gezeigt und der Gegner wählt eine der Kategorien aus. Der Spieler kann dann die Karte aus der ausgewählten Kategorie aktivieren und die anderen beiden Karten auf den Friedhof legen. Ja, ich glaube, er weiß nicht, was Tactics tut. Wir alle sich gefragt haben, ob wir bei Aktivierung von Talents ansagen müssen, was wir für einen Effekt benutzen möchten, ist die Antwort ja. Denn ihr habt ja drei Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Und ihr müsst bei Tactics sagen, ich möchte gerne diesen Effekt benutzen. Weil die Karte sagt, aktiviere die Karte und aktiviere einen dieser Effekte. Und das heißt, logischerweise müsst ihr bei Aktivierung auch den Effekt deklarieren, den ihr benutzen möchtet. ChatGPT auf jeden Fall wird immer schwächer auf jeden Fall. Und dann fahren wir jetzt mal hier so eine Basic-Sache, die sollte er eigentlich wissen. Nein, Link-Monster können nicht in Verteidigungsposition gesetzt werden. Link-Monster haben keine DF-Werte und sind nur im Angriffsmodus verfügbar. Der einzige Weg, einen Link-Monster in eine Art Verteidigungsposition zu bringen, ist durch den Effekt einer Karte, die es erlaubt, den Link-Monster auf eine andere Art zu positionieren, wie ZB den Effekt von Book of Moon. Wenn ein Link-Monster angegriffen wird, verursacht es jedoch keinen Schaden an dem Spieler, sondern der Schaden wird direkt auf die LP des Spielers übertragen, der das Link-Monster kontrolliert. Link-Monster können auch nicht in die Verteidigungsposition durch den Effekt von Karten wie Kettenwelt oder Verteidigungslinie gezwungen werden, da diese Karten nur für Monster in Verteidigungsposition gelten. Also dass er das falsch hinkriegt, weil das Witzige ist, das erste, was er sagt, ist richtig. Können nicht in Verteidigungsposition gebracht werden. Okay. Und dann sagt er aber, mit Effective Book of Moon geht das. Das geht übrigens nicht. Weil sie wissen, nein, ihr könnt die Sache nicht in Dev drehen. Das geht nicht. Die haben keinen Dev-Wert. Die müssen immer Face-Up, Off-Norm-Welt sein. Die können nicht in Dev gebaut werden. Egal wie. Selbst wenn die Karte sagt, Target-Monster, drehst in Dev. Oder Target-Monster, Face-Down-Dev. Geht bei Link-Monster nicht. Dass er das falsch hat, boah, schwierig. Das hätte er meiner Meinung nach wissen müssen, weil das ein Basic-Regel-Ding ist. Aber gucken wir mal bei der letzten Frage, die finde ich nämlich sehr schön gestellt, weil das so richtig schön Yugi-Sprache ist. Geht Nip unter Winder? Ich bin gespannt, was ChatGPT darunter versteht. Denn es geht natürlich um Nibiru und El Shadow Winder und die Interaktion zwischen den beiden. Ist eine spannende Interaktion, kommen wir gleich drauf, gucken wir, was ChatGPT zu sagen hat. Ja, Nibiru, der Ursprungsprinz Nibiru, the Primal Being, kann unter Winder, Priesterin des Gusto, Winder, Priestess of Gusto, beschworen werden, da Winder nur verhindert, dass der Spieler mehr als eine Spezialbeschwörung pro Zug durchführt und nicht die Aktivierung Karte, von Effekten von Karten. Die falsche Karte. Vielleicht helfen wir ihm mal. Shadow Winder.
Nein, Nibiru, der Ursprungsprinz Nibiru, the Primal Being, kann nicht unter Elshadow-Winder beschworen werden, da Winder es verhindert, dass der Spieler mehr als eine Spezialbeschwörung pro Zug durchführt. Wenn der Effekt von Nibiru aktiviert wird, wird er als Spezialbeschwörung auf dem Spielfeld beschworen. Allerdings ist die Aktivierung seines Effekts selbst bereits eine Spezialbeschwörung und zählt als die erste Spezialbeschwörung des Spielers in diesem Zug. Daher kann der Spieler unter Winder nicht mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwören, da er seine Begrenzung von einer Spezialbeschwörung bereits durch den Effekt von Nibiru erreicht hat. Ganz ehrlich, ich bin beeindruckt. Also, klar, dass er das oben verkackt hat, weil er die falschen Karten hatte. Okay. Dass er das aber weiß, so spezifische Interaktionen, das ist echt witzig. Das hätte ich nicht gedacht. Für alle, die sowas von mir nochmal sehen möchten, dass ich ChatGPT nochmal ein paar Ruling-Fragen stelle und ihr nochmal ein paar Antworten bekommt zu euren Ruling-Fragen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob wir das nochmal machen können, weil ich finde das eigentlich von dem Konzept her ziemlich cool. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.